Der Karlsruher SC präsentiert Wildpark TV. Powered by Baden TV. Sascha Traut wie gehabt, Boubacar Berry fällt auch noch aus mit Knieproblemen. Ebenso Dennis Kempe, mittlerweile sicher, gestern noch als fraglich dargestellt, weil wir natürlich erstmal abwarten wollten, was Bilder ergeben hat, Oberschenkelprobleme, jetzt nicht wirklich eine Zerrung, irgendwas an der Faszie. Auf jeden Fall so, dass was Leichtes eingeblutet ist, jetzt nichts Großartiges, aber so, dass er ungefähr eine Woche ausfällt, morgen nicht zur Verfügung steht. Manuel Gulde laboriert an Oberschenkelproblemen, wird heute einen Test machen im Training und dann werden wir sehen, mit Oberschenkelproblemen herausbekommen, ist eine Verhärtung gewesen und ja, möglicherweise fahren wir mit dem Spieler mehr hin, das wird sich dann zeigen, je nachdem wie das Training heute mit Manuel verläuft. Von den die drei von der Tankstelle, Gaetan Krebs, Philipp Klingmann und Martin Stoll, haben die ersten Gehversuche gemacht, spielen prinzipiell in meinen Überlegungen im Moment noch keine Rolle. Ja, was man überlegen muss, ist, wenn Manuel Gulde ausfällt, Jan Mauersberger steht zur Verfügung, das ist klar. Ob möglicherweise Martin Stoll eine Rolle spielt, da müssen wir uns nochmal Gedanken machen. Wir haben auch noch Ferdinand Hersfeld von den Amateuren im Training. Da muss man überlegen, ob man Innenverteidiger mitnimmt oder nicht und wen. Und wenn man einen mitnimmt, dann welchen oder genau wen wir dann mit auf die Bank nehmen, das müssen wir noch überlegen. Ja, uns erwartet eine schwere Aufgabe. Dessen sind wir uns bewusst. Darmstadt ist, glaube ich, das heimstärkste Team und hat eine richtig gute Mannschaft, eine gut eingespielte Mannschaft, eine Mannschaft, die sehr unbequem zu spielen ist. Das wissen wir. Wir freuen uns aber auf diesen Schlagabtausch, weil wir natürlich auch aus einer guten Phase kommen. In diesem Formbarometer, wenn man dann, wo man so liest, hier so die letzten 5 Spiele, ist Darmstadt Dritter, also eine sehr, sehr gute Phase gerade. Wir sind Zweiter. Das heißt, auch wenn man sich die Tabelle anguckt, ist es dementsprechend ein Spitzenspiel. Uns trennen einen Punkt. Und wir wissen, dass wir da unseren besten Fußball spielen müssen. Wenn man da was holen will, wenn man da bestehen will, dann muss man wirklich alles zusammenpacken, was das Kämpferische angeht, was die Ordnung angeht. Weil Darmstadt nur sehr wenig Chancen zulässt. Eine Mannschaft mit einer sehr guten Ordnung, eine sehr zweikampfstarke Mannschaft, die natürlich auch nach vorne, auch mit Dominik Strohengel, einen Top-Torjäger in ihren Reihen hat. Und damit ist es dann noch auch besonders schwer mit der Kulisse. Weiteres Abendspiel, dann vor den Zuschauern, ausverkauftes Haus. Wird eine tolle Atmosphäre. Wir freuen uns drauf. Die Mannschaft ist selbstbewusst. Wir wissen aber auch, dieser schmale Grat, wir wissen schon noch, was uns erwartet. Das höre ich schon raus aus den Gesprächen mit den Spielern. Ja, wir werden alles reinpacken. Wir werden natürlich Dinge verändern müssen, das wissen wir, das ist zwangsläufig. Aber wir fahren dahin, um zu gewinnen. Natürlich ist er der erste Anwärter und er wird auch spielen. Natürlich wird Philipp Max spielen. Er hat sich die Chance verdient. Er war in seinen Auftritten bisher, war die Grundtendenz ja immer ordentlich. Er hat immer noch natürlich Dinge, die man verbessern kann. Ich hoffe natürlich auch auf einen Durchbruch. Ich hoffe mal auf eine Leistung, an der man nichts zu beanstanden hat. Bisher waren es dann immer Kleinigkeiten, die dazu geführt haben, dass Dennis Kempe auch die Nase vorne hat. Einfach dieses Gesamtpaket im Verteidigen und nach vorne spielen hat. Dennis einfach ein bisschen kompakter, ein bisschen runder gemacht. Aber Philipp Max hat sich nie unterkriegen lassen, trainiert gut, hat seine Art, die er einbringt, die ist absolut klasse. Und ich wünsche mir von ihm einen unbelasteten, freien Auftritt und ein gutes Spiel. Der Karlsruher SC präsentiert Wildpark TV. Powered by Baden TV.